Da muss jemand Fremdes kommen, um das zu sagen, was ich seit 4 Jahren erzähle. Das macht mich nur wütend. Ja gut, pass mal auf. Die Kartoffelsuppe war ja wirklich ein Schuss in den Ofen. Ich lebe die frische Küche. Köchin Gabi sieht sich am Ziel. Doch, dass sie auch tatsächlich frisch kochen kann, muss sie Frank Rosin erst noch beweisen. Denn bei der gestrigen Dosenparade konnte Gabi nicht gerade mit ihren Kochkünsten glänzen. Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wie eine frische Kartoffelsuppe funktioniert? Grob. Grob funktioniert sie? Nein, so ungefähr. Ach so, eine Ahnung. Dann sag mal, wie geht die denn? Ich habe mir da jetzt noch nicht so richtig Gedanken drüber. Sag doch einfach, ich weiß es nicht, Frank. Okay, ich weiß es nicht. Ist doch nicht schlimm, dafür bin ich doch da. Jesus konnte zwar über Wasser gehen, aber der konnte auch keine Kartoffelsuppe kochen. Also von daher ist es keine Schande. Über eine frische Kartoffelsuppe hat sich Gabi nicht groß den Kopf zerbrochen. Dosensuppe ging ja auch viel schneller und einfacher. So, als erstes kann man auch nur gut kochen mit guten Produkten. Der Sternekoch zeigt Gabi, wie einfach man eine frische Kartoffelsuppe anrühren kann. Die Basis hierfür ist ganz klar frisches Gemüse. Und diese Kartoffeln hier, muss ich sagen, sind wirklich super frisch. Man kann nämlich erkennen, dass sie unter der Schale noch richtig grün sind. Ja? Und das bedeutet, dass sie topfrisch sind. Ja? Also besser geht's wirklich. Kartoffeln, Lauch und Möhren werden angedünstet. Frank Rosin will Gabi zeigen, dass es nicht wirklich schwer ist, frisch und gut zu kochen. Das gedünstete Gemüse wird schließlich mit Weißwein abgelöscht. Soll ich dir was sagen? Das Dose öffnen gestern, ne? Hat länger gedauert als das Ansetzen hier. Ja, es ist so, aber was soll ich machen, wenn ich nicht darf? Wie, wenn du nicht darfst? Ich würde ja frisch kochen, wenn ich dürfte. Warte mal, das regle ich mal. Frank Rosin hat genug von Gabis Ausflüchten. Aaron, kannst du bitte mal kommen? Schon wieder schiebt die Köchin die Schuld von sich. Komm mal rein. Hast du deiner Küchenchefin verboten, Kartoffelsuppe frisch zu kochen? Nein. Ich habe die Möglichkeit, gar nicht frisch zu kochen. Du hast gerade gesagt, ich würde es ja gern machen, aber ich habe nicht die Möglichkeit, weil ich es nicht darf. So. Das stimmt nicht. Ich habe Ihnen nicht verboten, eine Kartoffelsuppe frisch zu machen, Frau Binschneider. Es ist so, ich kann nicht frisch kochen, die Karte ist zu groß, ich schaffe es nicht. Ja, pass auf. Jetzt geht mir das langsam auf den Zeiger, muss ich ehrlich mal sagen. Ihr versteckt euch nämlich alle hinter eurer Unfähigkeit. Wenn du sagst, ich kann es nicht, gut, dann musst du es lernen, dann kannst du es. Du hast gerade gesagt, du darfst es nicht. Und du sagst, es stimmt nicht. Nein. Was ist denn jetzt die Wahrheit? Beides, weil wie soll ich es denn machen? Also eins steht fest, dieses Hin und Her, es geht mir auf den Zeiger. Ja? Wir müssen hier endlich eine Lösung finden. Die Lösung ist, ihr werdet euch einig, dass frisch gekocht wird. Ja? Was du nicht kannst, musst du lernen. Ich gebe dir die Möglichkeit, du schreibst eine neue Speisenkarte, damit wir dann einen Start haben, dieses Restaurant maritim zu gestalten. Okay? Finde ich klasse. Ja? Alles klar. So, zack. Und jetzt machen wir das hier zu Ende. Danke. Jetzt ist Schluss mit Ausreden. Frank Rosin nimmt Gabi in die Verantwortung. Sie soll eine eigene, verkleinerte Speisekarte schreiben und damit beweisen, was sie als Köchin drauf hat. Die neue Kartoffelsuppe wird schließlich mit würziger Chorizo, einer spanischen Mettwurst, angerichtet. Und schmeckt? Ja, ist lecker. Lecker, hm? Passt gut mit der Wurst zusammen. Und gut auf deine neue Karte. Ja. Du schreibst mir ja eine neue, hast mir ja versprochen bis morgen. Und da kann die draufstehen. Okay? Okay. Mutti, was sagst du? Super. Ein erster Erfolg für Frank Rosin. Aber nur der erste Schritt für den Neuanfang im Schifffahrtsrestaurant. Der Sternekoch bittet die Navigare-Crew zum Gespräch. Denn auch in der Struktur des Teams stimmt es bisher nicht. Es ist ja so, dass ich gestern auch beobachtet habe, dass im Grunde genommen es keine wirkliche Zusammenarbeit gibt. Also ihr seid also wirklich nicht ein Team. Ja, ich denke mal, weil die Kommunikation untereinander stimmt überhaupt nicht. Ich kann nicht verstehen, wenn ihr das doch alles wisst, ne? Warum ihr das von vornherein einfach nicht macht. Natürlich, wir sollten wirklich, wenn es nur einmal die Woche wäre, dass man sich zusammen... Einmal die Woche? Jeden Tag? Gut. Ja, aber dann ist da mal Schichtwechsel, dann muss jeder früher kommen, dann ist hier wieder Kauderwelsch. Aaron, es kann ja wohl nicht sein, dass eine Fußballmannschaft einen Trainer hat und der Trainer sieht seine Mannschaft nie. Nee, passt nicht. Ja, passt nicht. Chefin Alrun schafft es nicht, das Team richtig zu führen und auch Mitinhaber Rainer ist viel zu selten da. Das war auch beim Testessen offensichtlich. Aber durch ihren Job tanzt Alrun auf 2 Hochzeiten. Das Problem ist erkannt, doch was lässt sich in Zukunft ändern?
Ich bin überfordert, weil ich auch noch mal 2 Tage normal arbeiten gehe. Ich mache ja den schriftlichen Kram, kaufmännischen Kram. Eigentlich auch alles zwischen Tür und Angel, abends zwischendurch und wie auch immer. Und möchte diese Sachen, die Restaurantleitung der Bianca übertragen. Dann könnte es auch mit der Küche vielleicht besser funktionieren, weil Bianca mit den Leuten aus der Küche auch besser funktioniert wie andersrum. Wir gehen offener miteinander. Ja. Also verstehe ich das jetzt richtig? Bianca soll in Zukunft die Restaurantleitung übernehmen. Ja. Richtig. Eigentlich wollte Alrun das Navigare erst für Tochter Bianca aufbauen. Doch das schafft sie zeitlich ja gar nicht. Würde Bianca die Restaurantleitung schon jetzt übernehmen? Du musst ja beim Klaren sein, dass du dann die Verantwortung hast. Ja. Ist ja nicht so, dass ich mit null an die Sache dran gehe. Ich habe doch meine Vorstellung. Aber ich durfte mich nicht verwirklichen. Ja. Leider. Frank Rosin bringt durch die Aussprache das Navigare-Team wieder auf Kurs. Bianca entlastet ihre Mutter und übernimmt ab sofort die Restaurantleitung. Jede Menge Baustellen hier im Navigare und richtig viel zu tun. Und jetzt die neue Aufgabenverteilung, neue Karte, neue Servicestrukturen. Bianca soll Restaurantleitung machen. Mann, Mann, Mann. Ob das alles so klappt, wäre wünschenswert. Aber heute habe ich frischen Fisch mitgebracht, denn das ist genau das Gericht, was hier auf die Karte muss. Und heute zeige ich denen mal, wie man sowas kocht. Bisher war frischer Fisch kein großes Thema in dem Schifffahrtsrestaurant. Frank Rosin will das jetzt ändern. Guten Morgen. Jawohl. Was ist denn hier los? Wir sollten ein neues Ambiente schaffen. Ja. Machen wir jetzt. Sind wir gerade mit bei. Das ist ja eine starke Idee. Ich hatte hier so ein paar Leute, wo ich weiß, wo ich sowas herkriege. Und jetzt haben wir gedacht, komm, machen wir jetzt mal das ganze Lokal. Und wichtig ist, da vorne ist eine Bühne, die muss auch gemacht werden. Ja. Lass dir was einfallen, kriegen du bist wir hin. Hier der Spezialist. Kriegen wir hin. Und jetzt gehe ich mal in die Küche und jetzt werden wir mal richtig Gas geben. Super. Mitinhaber Rainer hat sich Frank Rosins Kritik zu Herzen genommen und Schifffahrtsdeko organisiert. Der Küche will Frank Rosin zeigen, wie maritimes Kochen aussehen kann. Ein wunderbarer, woran man frischen Fisch erkennen kann, das zeige ich euch jetzt oder wisst ihr das selbst? Also ich weiß es. Die Kiemen sind schön knallrot und prall. Oh, guck mal, wie rot die sind. Tippitoppi. Köchin Gabi offenbart ungeahnte Talente. Die Küchenchefin punktet mit ihrem Fischwissen. Im Gastraum kümmert sich Rainer um die neue Deko. Und in der Küche geht Frank Rosins kleine Fischschule weiter. Seeteufel ist im Unterschied zum Lachs kein Grätenfisch, sondern es ist ein Knorpelfisch. Das heißt, er hat eine ganz dicke Wirbelsäule und dann an der Wirbelsäule entlang 2 große Filets. Aha. Und das sind alle Gräten. Okay. Super, ne? Jo. Jetzt ist hier die Silberhaut. Was machen wir mit der? Die muss ab. Das sieht sich sonst beim Braten zusammen, das Filet. Jetzt kommt es doch langsam. Ja, da bin ich sehr erfreut drüber. Worüber bist du erfreut? Dass der jetzt so langsam kommt. Ja, ich auch. Kann nicht lange dauern. Und wieder überzeugt Köchin Gabi. Mit Fisch kennt sie sich wirklich aus. Eine gute Basis für die neue maritime Küche im Restaurant Navigare. Jetzt soll Gabi zeigen, dass sie den Fisch tatsächlich auch selbst verarbeiten kann. Das machst du sehr gut. Und ganz klar, frischer Fisch gehört im Navigare auf die Speisekarte. Super gemacht. Checker, komm. Mann, komm her. Lass dich drücken, du auch. Willst du mich auch drücken? Dann komm her. Gast rein, ehrlich. Und so musst du arbeiten hier. Und das kommt auf die Karte. Und dann kommt hier rein, neu, 2-mal Seeteufel, 1-mal Lachs. Und sagst du, Bombe, Olivenöl, Knoblauch drauf, Braten, schöne Ofenkartoffeln, Chaka, Glas Weißwein, rock die Bude. Das ist maritimes Essen, das ist maritime Küche. Und nicht dieser Scheiß, der bei euch in der Küche in der Karte steht. Mein Gott, da kriegt man ja an den Nerven. Ich hab daran nicht geglaubt. Das ist der einzige Laden, wo ich echt nicht dran geglaubt hätte, dass die irgendwas auf die Kette kriegen. Und jetzt entwickeln die sich mit dem Fisch zur richtigen Köchin. Mit dem Seeteufel und dem bereits filetierten Lachs will Frank Rosin ein neues, thematisch passendes Hauptgericht in Navigare etablieren. Einen Fischspieß. Ich habe eine Überraschung für dich. Was hast du für mich? Eine Überraschung. Das kann doch nicht sein.